Hallo, heute gibt es wieder ein neues Video und zwar mit Maria. Und wir beginnen, wie diese Woche mit allen Personen, damit, dass ich Maria bitte, sich uns vorzustellen. Viel Spaß! So, meine Frage für heute für dich ist erst einmal, erzähl ein bisschen über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Okay, so mein Name ist Maria. Ich wohne jetzt in Bern in der Schweiz. Ich komme aus Serbien. Mein Beruf ist Projektlehrerin für einen großen Konzern. Vielleicht erzählst du ein bisschen so über dein Leben oder über deine Hobbys. Was möchtest du mit YouTube teilen? Okay, so mit Corona, ich arbeite zu Hause. So den ganzen Tag, normalerweise bin ich in meiner Wohnung von 9 bis 5. Und dann gehe ich raus. Normalerweise gehe ich laufen, ich mag Jogging und ich treffe meinen Freunden. Meine Freunde, okay, ja, und ja, manchmal das ist ein Abend, manchmal das ist das Mittagessen. Und dann am Wochenende, das ist mehr Ruhe für mich. Ich habe ich mache viel von Montag bis Freitag und ja, Wochenende ist ein bisschen ruhig und nur zu lesen und ja, Freizeit zu haben, ja. Was machst du, um dich zu entspannen am Wochenende? Gibt es irgendetwas Bestimmtes, was du machst? Im Winter, okay, das ist nicht so ruhig, aber im Winter gehe ich Skilaufen. Im Sommer in Bern haben wir Aare, unser Fluss. Ja. Und dann lege ich den ganzen Tag in der Nähe von dem Fluss. Oder ich gehe in den Wald, das ist nicht ein wichtiger Wald, aber ein kleiner Wald. Aber sehr gut dort zu liegen und ein Buch zu lesen. Okay. Gibt es sonst noch was, was du uns erzählen möchtest über dich? Ich habe eine furchtbare Fliege heute im Raum. So, ich weiß es nicht. Okay, ich habe in den Niederlanden gewohnt und dann in der Schweiz, aber an französischer Seite. Und jetzt bin ich am deutschen Seite, ja. Ja. Das bringt die Frage auf, welche Sprachen sprichst du? Du sprichst bestimmt Serbisch, okay. Englisch, Deutsch? Ja, meine Mutter... Ja, meine Muttersprache ist Serbisch. Dann auf der Arbeit spreche ich nur Englisch. Ich kann ein bisschen Französisch sprechen, Niederländisch oder Deutsch. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Und das war sehr gut für mich, mit Deutsch auch anzufangen. Als du angefangen hast, Deutsch angefangen zu lernen hast. Ja, und jetzt, ich glaube, seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Ja. Ja, sehr gut. Du lernst erst seit einem Jahr Deutsch? Ja, ich hatte Deutsch früher. Ich hatte Deutsch im Gymnasium. Aber ich glaube, ich könnte nicht verstehen. So, meine Motivation für Deutsch war null. Ja. Ich habe Deutsch nicht wirklich gelernt. Das war sehr, sehr basic. Und ich glaube, ich habe wirklich mit Deutsch seit einem Jahr angefangen. Ja. Super.
Okay, ich bin gespannt, was YouTube da an Kommentaren von sich gibt, wenn sie hören, dass du erst ein Jahr wirklich Deutsch lernst. Okay, vielen Dank für das kurze Gespräch und bis bald. So, jetzt haben wir Marija kennengelernt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn es wird noch ganz viele Videos geben, die so ähnlich sind. Also diese Woche lernen wir die ganzen Teilnehmer der Aktion kennen und es wird noch ganz, ganz viele andere Fragen nächste und in den darauffolgenden Wochen geben. Bis bald. Tschüss.